Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu The Soulless Project. Und es geht weiter. Wir sind jetzt da, wo wir in der letzten Folge den Wait-Button gesehen haben. Beziehungsweise das Update kommt. Du ist. Können wir mal. Gib dir. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Pfad des Eises. Oh, hier wird es bestimmt kalt. Ist das eine Falle? Nee. Ich dachte, das wäre eine Falle. Was ist denn das? Ah, eine Map haben wir hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier der rote Punkt sind. Okay, da sind wir durch. Kommen wir zu einer großen Höhle. Dann geht es einen ganzen Tunnel. Bis da nach oben zu diesem... Was soll denn das sein? Sieht aus wie so eine Arena oder sowas, ne? Schauen wir mal, da kommen wir bestimmt demnächst an. Pass to the Forbidden Place. Der Weg zu dem verbotenen Platz. Und hier stehen sie alle Wache. Boah, ist das hell hier, ne? Mit dem Eis. Das Bauwerk. Oh, hier haben wir Blut, oder was ist das? Das Splatter hier. Ich weiß gar nicht, ob das... Nee, das ist kein Blut, oder? Das wäre ein bisschen heftig. Vielleicht ist es aber doch. Sieht so... Was? Es sieht so, so glatt aus, ne? Ist aus Eis gemacht, vielleicht? Bilder. Pass auf 1. Auf Eis. 1 von 2. Da ist eine Flamme. Ah, hier ist die lange Leiter. Die sind wir runtergeklettert. Oder? Vielleicht sind wir auch die Leiter runtergeklettert. Oder die hier. Ich kann es gerade gar nicht zuordnen. Zumindest kann man da irgendwas öffnen unter der Statue. Okay, mal gucken. Das kriegen wir bestimmt raus. Dann mal durch hier, Junge. Oh. Okay, da sind wir ein bisschen zu breit für. Dann machen wir das so. Oh, hier haben wir Wärme. Wärme. 17 Grad. Können wir die Körpertemperatur mal ein bisschen auf Vordermann bringen? Und wir kriegen ein Signal rein. Sage ich morgens auch immer, wenn ich aufgestanden bin. Keine Ahnung, was das sein sollte. Oder was er bedeuten sollte. Kisten. Looten. Was haben wir da? Hunger. Strange Food. Oh, davon haben wir schon 4 dabei. Und hier. Nochmal Strange Food. Okay, dann aktivieren wir mal den Mechanismus. Noch eine Tür. Also was auch immer jetzt hier kommt, es scheint gut abgeriegelt gewesen zu sein. Das leer. Die ist leider auch leer. Okay, nächster Mechanismus.
ja doch noch recht viele Fragen offen, ne? Wahrscheinlich, wenn mein Englisch besser wäre, wären schon recht viele geklärt. Aber so ist das leider nicht. Ist da wer? Da sitzt doch jemand, oder? Der sieht recht tot aus. Wir haben ja immer noch unseren Kollegen, dem wir die ganze Zeit hinterhergelaufen sind, ne? Waren das seine Fußstapfen? Kann es sein? Oh, hier ist jemand erfroren. Und das erste Mal, dass wir auch mit Konturen richtig sehen, ne? Guck mal, der hat auch eine Kette um den Hals gehabt. Es scheint, die haben auch auf Schmuck geachtet. Minus 3 Grad. Oh, es ist so kalt hier. Es bringt fast gar nichts, oder? Warte, doch. 26 Grad. Vielleicht können wir uns mal eben aufwärmen ein bisschen. Nur nicht zu nah ran. Hilft das was? Nicht viel anscheinend. Aber ist ja interessant. Jetzt sehen wir... Der ist natürlich... Oh. Vorsicht, Vorsicht. Der ist natürlich durch das Eis hier, ne? Richtig. Wie sagt man? Jetzt fällt's mir nicht ein. Dies Wort. Konserviert? Konserviert, ne? Okay, hier bräuchten wir Wasser. Aber hier haben wir... Oh, hier steht wieder was. Komm. Er kann offenbar, oder offenbar können die, ich weiß nicht, ob's, ich weiß ja nicht, wer das hier macht. Ich gehe mal davon aus, das ist der Typ, den wir verfolgen. Der kann offenbar unsere Sprache. Vielleicht kann er uns dann ja auch verstehen. Vielleicht kriegen wir doch kein Verständigungsproblem. Okay, Wasser haben wir noch dabei, zum Glück. Yeti-Hand, Errungenschaft freigeschaltet. Es sind jetzt auch Steam-Errungenschaften mit dazugekommen mit dem Update. Leider nicht nachträglich. Soweit ich das jetzt beurteilen kann. When will the test end? Das war schon eine reinste Qual, wahrscheinlich nur noch für die hier alle. Okay, ich hoffe, wir brechen hier nicht ein. Okay, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wow. Okay, also man kann im Eis einbrechen. Das ist gut zu wissen. Drink mal und dann die Wasserflasche können wir gleich mal auffüllen wieder. Und hier schnell die Fackel wieder. Wir müssen echt auf unsere Temperatur aufpassen. 36,6 Grad. Wir brauchen dringend eine Wärmequelle. Und hier ist der nächste Pass auf Eis. Pass of the Forbidden Place. Entschuldigung. Nicht auf Eis. Wow. Was ist da denn eingefroren? Ich hoffe, das ist eingefroren. Was ist das denn? Ist hier so rausgekommen und dann eingefroren? Strange. Da muss ja hier so ein Blitzeis gewesen sein, was alles auf einmal hat einfrieren lassen. Was haben wir hier? Hä? Kommen wir von hier? Wir kommen von hier, wa? Ja.
Den Weg wollte ich gehen. Ich will mich ein bisschen umgucken. Ob wir hier irgendwas finden. Artefaktiges. Es ist sehr hell. 36,3. Wir müssen unbedingt irgendwas mit unserer Körpertemperatur machen. Was liegt denn da? Was ist das denn? Auch einfach nur ein Stein. Ich dachte, das wären Goldklumpen oder sowas. Gold. Hier liegen auch überall Steine. Na, guck mal hier. Können wir die dann beide mal anzünden und uns... Nein, anzünden solltest du die. Hier ein bisschen aufwärmen. 26 Grad, das bringt's nicht, wa? Gibt Hitze. Treibstoff benötigt. Können wir den anderen dann noch dazu werfen? Fallen lassen. Und auch noch anzünden. Es bleibt bei 26 Grad. Oh, 36,1, das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Wow. Wow, wenn jetzt die Augen uns angucken auf einmal. Oh, die Augen gucken uns an. Wollen wir mal was probieren? Oh, guck mal, wir rutschen auf dem Eis. Das ist ja cool. Oh, da können wir nicht rein. Ich wollte es wenigstens mal testen. Hier haben wir einen Mechanismus. Ah, geh da rauf. Okay, wir brauchen die Steine. Nein, behalt mal die Fackel in der Hand. Wir müssen uns echt ein bisschen bei 36,2. Ein bisschen ist es hochgegangen. Okay, hier haben wir auch 12 Grad gerade. Immerhin nicht ganz so kalt. So, ich denke mal, wir müssen auf jeden... auf jede Plattform einen Stein legen, um da durchzukommen. Hier waren noch welche. Nimm mal mit, Junge. Können wir auch zwei nehmen. Oh, ich bin auch immer am Limit, ne? Ja, okay, was willst du mit Steinen im Inventar? Wenn du einen Hammer hast. Hat es gereicht? Nee, da müssen noch mehr Platten sein. Da drüben sind noch zwei. Ist cool wieder. Guck mal, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und der slidet. Erstmal eine Runde Schlittschuh fahren hier. So, come with me. Nein. Ich will immer rennen auf R1. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe irgendein Spiel gespielt, wo man auf R1 rennt. Ne, falsche Richtung. Hier lang. Und dann machen wir den Stein drauf. Dann machen wir den Stein mal da drauf. Ich bin ja auch mal gespannt, ob das Monster, was wir oben in der Windmühle gesehen haben, uns nochmal begegnet im Freien. Bis jetzt hatten wir als Gegner ja eigentlich nur diesen sich bewegenden Rauch, ne? The Moving Smoke. Hieß es ja. Oh, minus 28 Grad. Was ist denn das so kalt? Gib mir mal noch einen Stein. Ich brauche noch einen Stein. Ich brauche noch einen Stein. Hier sind doch überall Steine. Die will er aber nicht nehmen. Er nimmt halt nur bestimmte Steine. Das ist ein sehr wählerischer Mensch, den wir hier spielen. Oh. Hier glüht's noch. 2 Grad. Aber ich brauche einen Stein. Wo kriegen wir denn jetzt noch einen Stein her? Liegen hier genau 4 Stück rum. Bist du? Ah, geh hoch. Du? Nee. Du? Nee.
reminder, your survival is of paramount importance to the continued existence. Ja, ja, setz mich bloß nicht unter Druck. Hä? Vielleicht auf der anderen Seite? Starvation imminent. Okay, essen wir mal eben was. Gönn dir. Also vielleicht reicht das ja auch. Oh, da müssen wir aber noch was machen. Oh, guck mal, jetzt sieht man die richtig krass. Auch wieder. Total, reicht denn das Ding vielleicht? Ich probier's mal eben. Ich glaube nicht, dass das vom Gewicht her ausreichen wird, aber... Probieren geht ja über Studieren, sagt man immer so schön. Naja, das reicht nicht. Da müssen wir da vielleicht noch ein bisschen Essen rauflegen. Ah, wir frieren, wir frieren, wir frieren. Wir brauchen echt dringend eine Wärmequelle. Ich weiß halt nicht, was man mitnehmen könnte. Schmeiß mal so ein Ding hier ab. Wir schmeißen einfach mal beide ab. Zur Not. Es reicht nicht, Mann. Was haben wir denn hier noch? Hier, ich habe ja noch einen Stein. Nimm den. Ich habe mal vorher geguckt. Aber irgendwas fehlt noch. Patronenunterkühlung. Was fehlt noch? Und du reichst. Das reicht nicht aus. Oder? 13 Grad. Muss mal eben warten hier, ob wir uns ein bisschen aufwärmen. 35,6, das geht. Das muss ich eben mal ausnutzen, dass wir uns hier ein bisschen aufwärmen. Ich würde sagen, dann mache ich hier erstmal eine Pause von der Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder zu The Soulless Project. Alles klar, ich freue mich, dass es weitergeht und dann bis zur nächsten Runde. Bis denn, bye bye.